Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Und zwar, wir spielen eine Amnesia Custom Story. So sieht's aus, nicht das Hauptspiel, sondern eine Custom Story. Aber nicht irgendeine Custom Story, nein, sondern eine ganz, ganz besondere. Und zwar eine im Silent Hill Stil. Ja, richtig, so sieht's aus. Und zwar von dem guten Lego, meinem Let's Player-Kollegen. Und er hat im Prinzip diese Custom Story, ja... Ich lese euch einfach meine Texte, die er geschrieben hat. Ich denke, der trifft es wirklich sehr, sehr gut. Diese Custom Story war als ernstzunehmende, storylastige Silent Hill Story geplant. Ist aber zu einem Ich existiere nur, um Betagods und Brugas Albträumen zu entsprechen, Projekt ausgeartet. Ich musste dem App in mehreren Teilen aufteilen, da Amnesia mich einfach nicht mag. Wer tut es schon? Wohl wahr. Wer zum Teufel mag dich? Nein, Quatsch. Ich mag dich. Also im Prinzip konnten Bruga und ich ihm ein paar Sachen geben, ein paar Ideen vielleicht noch, die er da auch mit reingebracht hat. Ich bin wirklich gespannt, wie er das umgesetzt hat letztendlich. Aus dem Grund würde ich sagen, wir verlieren einfach keine Zeit, sondern gehen direkt mal in die Custom Story hier. Let's go! Gucken mal an, was er da eingebaut hat. Vielleicht keine Ponys mit Fackeln im Hintern. Kleine Vorwarnung, dieser Custom Story ist nicht relativ selten. Dafür wirst du in der Dunkelheit nicht bekloppt. Ist doch ein Angebot. Das finde ich gut, mein Freund. Das finde ich sehr gut. Dunkelheit hat immer was Schönes. So. Geht's auch direkt schon los. In einem wirklich sehr leeren Gang. Und ich kenne Lego. Ich kenne Lego mittlerweile eine ganze Weile. Und ich muss sagen, das Hauptspiel am Amnesia Dark Descent. Silent Hill, Penumbria oder so. Story hat noch keinen Namen. Übrigens, ja genau, die Story hat noch keinen wirklichen Namen, die er da erstellt hat. Falls ihr eine geniale Idee habt für irgendeinen Namen, einfach in den Kommentaren schreiben. Vielleicht benutzt er ja die Idee. Wer weiß, wenn er sehr gute dabei ist. Ich fand die Idee Clown Poas extrem gut. Aber wir gucken einfach mal. Schauen wir mal, was er da genau nimmt. Okay, ist twitchen. Verdammt nochmal. Hallihallo, so, da sind wir. In einem... Ja, doch, doch, doch. Also, ich kann die Silent Hill allein schon sehen mit diesem Krankenhausbereich, auf jeden Fall. Ja, was ich noch vorhin sagen würde, die Amnesia Hauptstory ist ja nicht wirklich, sagen wir mal, ja, erschreckend, weil es recht vorhersehbar ist auch teilweise. Und ich muss sagen, ich kenne Lego schon eine Weile und der kann ganz schön bekloppt sein. Verdammt nochmal, ja, deswegen, ich erwarte wirklich alles. Ich erwarte alles, was hier auf mich zukommt. Ich bin wirklich gespannt. Patientenstatus. Der Patient, unleserlich, ist ein wunderschöner Name für einen Patienten. Status Koma, Anmerkung, der Patient war in einem schweren Auto verwickelt und erlitt eine quantitative Bewusstseinsstörung. Er liegt nun schon seit 3 Monaten im Koma. Krankenschwestern berichten, dass er gelegentlich etwas dahermurmelt. Er scheint von einer Stadt namens Silent Hill zu trauern. Träumen, oh Gottes Willen, träumen jetzt. Der Patient wird, ab hier ist die Notiz unleserlich. What the fuck? Dude, what? Okay. Ja. 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 Mit sowas habe ich gerechnet. Oh, wie ich ihn kenne, ist es extrem auf Schocker ausgelegt. Gut, wollen wir mal gucken. Jetzt können wir was im Schrank hier drin. Oh yeah. Laudanum. Schauen wir uns mal ganz genau an. Medizinisch ausgestattete Armschiene mit dem körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen. Eine Armschiene in Form einer Flasche. Das finde ich doch mal interessant. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Lego, was willst du mir damit sagen? Okay. Schlüssel zum OP. Oh, ich will nicht in OP. Verdammt, okay. Schlüssel zum OP. Also, wie gesagt, es ist komplett blind. Ich habe wirklich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ja, gehen wir doch mal in den OP rein. Es wird höchstwahrscheinlich dieser hier sein. Ich habe es mir fast gedacht. Was sollen wir denn sonst noch großartig hier drin machen? Laterne haben wir, glaube ich, noch keine. Beziehungsweise Taschenlampe. Er hat die Laterne ausgetauscht mit der Taschenlampe aus Penumbra, soweit ich weiß. Also wirklich eine extrem interessante Kombination, die er da versucht hat. Oh, ho, ho, okay. Hi. Hi. The fuck? Junge, was ist denn hier los? Ja, ich will nicht schieben. Oh, Dude, nein. Oh, Junge, nee. Was ist denn hier los? Der Pyramidenkopf. Oh Gott, das fängt schon super an. Der neue Patient weist einige Gemeinsamkeiten mit einem unserer alten Patienten, James S., auf. Au, okay, ich sehe.
Er redet auch stets von Silent Hill, einem von Monstern heimgesuchten Geisterschatten, der es Asche regnet. Unleserlich. Aber eins blieb mir bis heute in Erinnerung. Der Patient James S. redet von einem Mann, der eine blutige Metzgerschürze trug und stets ein riesiges Schwert hinter sich herschleifte. Er soll einen pyramidenförmigen Kopf gehabt haben. Wenn ich James soweit richtig verstanden habe, war es eine Schöpfung seines Unterbewusstseins, welche ihn für Marys Tod, seine verstorbene Frau, bestrafen sollte. Unheimlich. Okay. Okay. Hier ist zu, wie es aussieht. Gehen wir mal hier lang weiter. Junge, was wartet ihr auf mich? Oh, scheiße, ist es dunkel. Alter Schwede. Holy crap. Das ist auch ein sehr schönes, sehr, sehr schönes Bild hier. Nicht. Diese creepy verdammten Bilder. Steht in der römische 1. Nein. Nicht diese Tür. Auch nicht diese Tür. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Hintergrundgeräusche. Alles klar. Ja, also ich muss sagen, da hast du ganze Arbeit geleistet, Lego. Also das ist wirklich... Gerade mit diesen versperrten Treppen hier im Prinzip. Kommt schon gut an Silent Hill ran, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob du es schaffst, mich zu erschrecken. Ich habe ja das dumpfe Gefühl, dass du es hinkriegen wirst. Was zum Teufel ist hier unten? Okay. Was ist das denn bitte gewesen? Okay, hier geht's rein. Wow, what the fuck? Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, direkt runter zu gehen. Ich habe ständig Schiss, dass irgendwas hinter mir aufpoppt. Ah, wunderbar. Was haben wir hier drin? Leichenhalle. Oh, wow, wow, dude, what? Was bist du denn für ein nackter Kerl? Kann ich den bewegen? Irgendwie nicht so, ne? Kann ich den bewegen? Kann ich den angrapschen? Ich will ihn nicht angrapschen. Muss ich ihn angrapschen? Ah, nee, nein. Kommt dieser Herzschlag her, verdammte Scheiße. Okay. Scheint nicht arg viele drin abzugehen, oder? Wir schauen mal weiter. Im Zweifelsfall gehen wir einfach nochmal zurück rein. Da scheint ja, da ist noch eine weitere Tür. Oh, warum muss ja alles so scheiße dunkel sein? Holy crap. Du musst ja seine Laterne finden. Ja, das dachte ich mir. Oh, ich glaube, da hinten ist eine Laterne. Was zum Teufel war das? Alter Schwede, ist die groß, die Laterne. Kann das sein? Die Laterne, ja, die Taschenlampe. Ich habe ja schon gesagt, er hat die Laterne aus Amnesia mit der Taschenlampe aus Penumbra ersetzt. Oh ja. Alles klar, sehr gut. Interessant. Ich mach's aber. Hat es jetzt. Ich find's aber extrem gut, dass er den Sound von der Laterne drin gelassen hat. Das ist irgendwie gut. Was ist denn das? Was haben wir denn hier aufgenommen? Ah, Zunderbüchse, okay. Will ich wissen, was da drin ist? Ja, gar nichts nämlich, ja, okay. Okay, wir haben die. Ey, das ist schon mal sehr gut. Wir haben eine Taschenlampe. Das macht die Sache schon mal ein bisschen einfacher für uns. Okay, ich lasse sie mal aus ein bisschen. Aus. Also das ist im Prinzip, das stellt dann wahrscheinlich auch die Batterieanzeige dar. Ist ja auch völlig in Ordnung, dass er das so gelassen hat. Aber ich wundere, es sind so viele von diesen Dingern. Kann man da gar nichts öffnen? Warum zum Teufel schlägt hier noch ein Herz? Das ist irgendwie... Was zum Teufel? Nee, ich kann ja nichts ziehen. Völlig unbeweglich alles. Trotzdem dieser Herzschlag. Ja. Ich gehe wieder raus. Okay. Kann ich auch mal nach hinten in die Ecke gucken. Ahahaha. Gefunden. Oh shit. Oh shit. Oh mein Gott. Oh.
Fuck! Wie ich mal nicht damit gerechnet habe. Oh Gott, Lego. Du machst mich fertig. Oh Gott, mir schlägt mein Herz gerade verdammt laut bis zum Hals hoch. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon irgendwie mehr Schiss als in vielen Spielen die komplette Zeit über. Das ist wirklich krank. Ich lasse hier mal lieber kurz an ein bisschen. Rollstühle, ja, meine Freunde. Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, ja, ich sehe dich. Keine Angst, ich renne dich schon nicht um. Toilette. Nope. Auch die Toilette nicht. Was ist das denn hier für eine vertrauenserweckende Riesentür? Führt in eine Küche. Was war das denn bitte für ein Braten in dem Ofen? Ketchup für alle! What the fuck? Hallo? Nein, okay. Ach, ein Torso. Na, super. Aber, ah, da oben, Schlüssel. Ich könnte auch versuchen, das Ding dahin zu schieben. Und erstmal den Kühlschrank. Nee, ich mach nicht den Kühlschrank auf. Nein, 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 nein. Ich lasse es lieber. Was auch immer das da sein soll, tut seinen Zweck. Hä? Waren die gerade schon da? Wo kommt ihr her? Wer hat euch... Nein, weg, aus meinem Weg. Mal sehen, naja, es geht. Es geht relativ angenehm noch runter. Also es ist nicht so extrem schnell, dass ich... Ich kann sie schon benutzen. Au, ich habe hier einen Schalter aktiviert, wie es aussieht. Und noch einen Schalter. Okay, dann gibt es hier vielleicht auch noch Schalter dazwischen. Ja. Ja. Und jetzt? Ich bin gerade leicht überfragt. Ist das auch zu? Hm. Okay. Ich mal hier rein. Hier ist auch noch eine große Tür gewesen, aber mit der könnte ich ja nicht wirklich was anstellen, ja? Kann ich auch nicht mehr zurück. Okay, okay. Ein Blutfleck in Mikropenisform. Selten gesehen. Einzigartig, einzigartig! Okay, was hat mir das jetzt hier gebracht, die Schalter zu aktivieren? Leute, könnt ihr mir weiterhelfen vielleicht? Was? Rollstuhl! Wo zum Teufel muss ich lang? Was hat sich Lego dabei gedacht? Sag es mir! Ne, irgendwie doch nicht. Ketchupflasche liegt auch noch da. Happy little Ketchupflasche. Hiermit, weiß ich, kann ich da... Jetzt habe ich die aktiviert. Hm. Die sind immer noch zu hier. Oh, warte mal, soll ich vielleicht mal... Ich gehe nochmal runter in die Leichenhalle hier. Und vielleicht hat sich hier irgendwas getan. Vielleicht haben die Schalter was damit zu tun, mit diesen... Klappen in dieser Leichenhalle. Ich höre das Herz auf jeden Fall immer noch schlagen. Also irgendwas muss es hier mit dem Herz auf sich haben. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier... dass dieser Typ nicht unabsichtlich hier so komisch rumliegt. Also irgendwie... Ich weiß auch nicht so genau. Hm. Das ist... irgendwie verwirrend gerade. Das ist irgendwie extrem verwirrend. Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich wie ein Blindfisch an irgendwas total offensichtlich vorbeigerannt? Ich habe einen Schlüssel für... eine 2 ist eingraviert. Okay, ich sollte auch lesen, was vielleicht an diesen Objekten dran steht. Ja gut, ich bin selber schuld. Eine 2 ist eingraviert, okay. Ich habe auf dieses typische... Oh, die Tür ist verschlossen gewartet. Aus dem Grund habe ich es einfach gar nicht probiert. Okay, dann können wir in Tür 2 hier reingehen. Umsonst so ewig rumgesucht. Mal gucken, was hier in Tür 2 so abgeht.
ja eigentlich... What the fuck? Okay, okay, okay. Awesome Beard. Awesome Beard. Sieht eigentlich nicht so gefährlich aus, vielleicht. Oder so. Oder tötet mich die Schublade vielleicht. Keine Ahnung. Ah, ein weiterer Schlüssel. Hallo. Keiner drin. Das ist der Rechner aus Penumbra, den kenne ich. Die Toilettentür. Sehr geehrter Von- und Zuhausmeister, ich habe Sie schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Toilettentür ständig klemmt. Wenn Sie dies nicht bald in Ordnung bringen, dann schwöre ich Ihnen, dass ich das verdammte Ding mit einem Hammer zerschmettern werde. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Vorgesetzter. Das ist doch mal ein netter Vorgesetzter. Was haben wir jetzt für einen Schlüssel? Die 1 ist hier eingraviert. Okay. Also wie anfangs er auch schon selber geschrieben hat, die Custom Story ist sehr groß geworden, aus dem Grund konnte er sie nicht in einem Teil packen, deswegen wir spielen jetzt erstmal sozusagen Akt 1 von X. Er weiß selber noch nicht genau, hat er gesagt, wie viele es letztendlich werden, aber ich werde es auf jeden Fall alle spielen, weil ich extrem gespannt bin, was er da gebastelt hat. Okay, wir haben den Schlüssel für Tür Nummer 1 und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut rein. Beim nächsten Mal gucken wir, was hinter dieser Tür liegt und dann schauen wir uns weiter in dem Krankenhaus hier um. Also ich bin wirklich gespannt, was er da noch eingebaut hat. Bis dahin. Haut rein!